So, Leute, da sind wir beim nächsten Update-Video und Alter, wie krass war der Monat. Wir machen das wie jedes Mal. Wir schauen uns den letzten Monat an. Dann kommt eine Neuheit, was ich eigentlich immer schon geplant hatte, wo mir aber so eine kleine Seuche dazwischen gekommen ist. Und zwar Turnier-Updates, dann eben zum Stand jetzt, dann die Zukunft und natürlich der Kanal des Monats. Gucken wir uns mal an, was letztes Monat so lief. Letzten Monat lief eine Menge. Wir hatten standardmäßig ein paar Deck-Tags mit dem günstigsten Legacy-Deck nach Burn, was aktuell auf dem Markt ist, gefühlt. Dann hatten wir ein Garuda Bomberman, was auch richtig cool ist. Das andere war UW Affinity. Garuda Bomberman, auch ein richtig cooles Deck. Und dann hatten wir jetzt vor 2 Tagen vom lieben Ferret sein gutes Post-Deck. Mega, mega coole Decks. Alle drei mit sehr Big Mana, Fast Mana Artefakten versehen. Deshalb dieser Monat war so ein bisschen unter dem Stern des Artefakts. Dazu wie immer noch unsere Gameplays. Waren 4 oder 5? Ich glaube, es waren 5 dieses Mal, weil irgendwie das jetzt alles so ein bisschen strange gefallen ist und wir deshalb echt viele hatten. Wir hatten, weiß ich noch ganz genau, wir hatten Mono-Rot gegen Mono-Rot. Wir hatten 2 Matches gegen den guten Max von Eternal Battlegrounds. Das waren richtig coole Matches. Einfach mal so YouTube gegen Twitch Battle. Richtig nice, hat mega Spaß gemacht. Danke auch dafür nochmal an ihn. Und wenn ihr weiteren Legacy Gameplay Content sehen wollt, geht bei ihm mal auf den YouTube Channel. Da macht er auch hin und wieder was. Oder abonniert ihn direkt auf Twitch. Und das letzte Gameplay, was ich vergessen habe, ist Soldier Stompy gegen Dredge. Sehr, sehr cool. Beide Decks versuchen nicht mit dem Gegner zu interagieren und trotzdem interagieren sie eine Menge mit dem Gegner und deshalb auch hier sehr, sehr cooles Matchup. Openings waren diesen Monat auch ultra viele. Also wir haben das Secret Lair Black as Magic, dann hatten wir das Commander Deck von dem neuesten Set von Dungeons & Dragons, dann hatten wir ein From the Vault Annihilation, auch wenn es das günstigste From the Vault ist, ist es eines der geilsten From the Vaults, finde ich, einfach wenn man noch dran kommt und ich liebe From the Vault tatsächlich, dementsprechend, ja, war schon nice da dran zu kommen und wir hatten natürlich unser wunderschönes Pre-Release Battle, wo mein Part ja powered by Keep7 war, super Online-Shop, und ja, das könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr wollt. Spoiler, ich war wieder Letzter. Und dann hatten wir ein mega geiles Event, wo ich von Wizards of the Coast eingeladen wurde, ein bisschen Magic Arena zu spielen, weil sie dachten, hey, der Blackie, der spielt zu wenig Magic Arena. Wir müssen ihm mal Magic Arena geben. Und den Content habe ich auch genossen. Es war super, super cool, da dieses Preview-Event von Magic trifft Dungeons and Dragons Adventure in the Forgotten Realms. In den Forgotten Realms, so ist es richtig. Schönes Denglisch-Scene. War mega cool. Ich habe einige Gameplays draus gemacht. Ich habe gegen Leute von Nackt und Rosa gespielt. Ich habe gegen Gamery gespielt, mit dem ich ja zusammen den Podcast Radio Ravnica mache. Ich habe einzelne Decks spielen können, ganz viel Standard spielen können in Gameplays. Sind bei euch nicht so gut angekommen? Ich weiß. Ist halt Arena. Da haben wir alle eine relativ eigene Meinung zu. Jeder Designer. Aber wenn ich eingeladen werde, da mal mitzuspielen, euch ein bisschen was zu zeigen davon, warum nicht? Dann hatten wir den guten Thoys vs. The Metagame bei uns auf dem Channel. Super, super cool. Er hat ein Oldschool-Deck uns gezeigt. Und zwar richtig Oldschool, weil er hat das damals so gespielt. Und Oldschooler als ich habe das Deck damals so gespielt, geht es einfach nicht. Es tut mir leid für alle Leute, die sagen, oh ne, ich habe mir jetzt so ein Oldschool-Deck gebaut. Das ist nicht annähernd so cool, wie sagen zu können, ey, das ist das Deck, was ich vor 20 Jahren gespielt habe. Das ist einfach so cool. Und deswegen danke nochmal, dass du da warst. Ich habe bei Thoys vs. The Metagame auf dem Channel nochmal Arena-Gameplay gemacht. Ich habe gerade schon gesagt, Arena-Gameplay ist nicht euers, aber schaut bei dem auf jeden Fall vorbei. Nicht nur habe ich da gespielt, auch macht der Thoys ganz, ganz, ganz vielen und sehr, sehr guten Arena-Content. Und deshalb schaut da unbedingt rein. Der Mann macht sich so viel Mühe, der hat so viel Elan hin und so viel, er macht das gut. Diesen Monat habe ich extremst viele andere YouTuber mit und bei mir gehabt. Geil. Dann hatten wir noch den Blackie Talk. Universe Beyond ist eigentlich ziemlich geil. Der so vage von euch angenommen wurde, im Sinne von, es ist halt eine Meinung, die nicht populär ist. Es ist mir egal geworden. Es ist einfach, man muss es einfach akzeptieren, es ist mir egal geworden. Und das Zweite, was super gut angekommen ist, ist ein Blackie erklärt. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal für Dr. Alzheimer und davor Ewigkeiten her. Dementsprechend, Blackie erklärt sind ja nur so eine Kleinigkeit. Versuche ich ja ein bisschen kleiner zu machen. Theoretisch waren auch die Judge, wie werde ich ein Judge, Blackie erklärt, aber das war eine eigene Reihe. Deswegen zählt das für mich nicht. Dieses Blackie erklärt ging um Fakes, wie man Fakes erkennt und sonst was. Bin ich drauf gekommen mit dem guten MTG, mit Patrick, bei dem ich zu Gast war. Er hat tatsächlich angefangen, ein paar Grading-Firmen anzuschreiben, zu sagen, hey, ich würde ganz gerne bei euch Karten graden und hat dann eben eine Old Border Foil, eine Old Border und eine Fake dahin geschickt. Ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut das an. Ich habe da einen kleinen Gastauftritt, wo ich mal ganz kurz meine Meinung zu den Karten sage und sage so, ey, die sind eigentlich ziemlich kacke und das dürften maximal das sein.
Ich bin anscheinend zu streng, ist halt so. So oder so, schaut auf jeden Fall mal rein, dann wisst ihr auch, woher ich die Idee hatte, ein Video zu machen, wie man Fakes erkennt. Und dann hatte ich noch Zauberhand. Zauberhand hat mir ihre Anniversary Box geschickt mit so ein paar anderen Kleinigkeiten und ich durfte die mal richtig auf Herz und Niere testen. Hab da auch viel mit den Jungs noch geschrieben und sind super liebe Jungs und die machen richtig coole Produkte. Auch richtig von der Idee her, die richtigen Ansätze und so weiter, richtig schön. Die Anniversary Box, also ist die All Faces in Schwarz und Gold, was ziemlich cool ist. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut mal in das Video rein oder ihr seht da auch haufenweise andere Videos von Zauberhand. Ich habe, glaube ich, bis auf den Binder die komplette Sache von Zauberhand mittlerweile durchgetestet. Dazu, wie jede Woche, wie jeden Monat, haufenweise Booster, die ich aufgemacht habe, immer 2 Stück pro Woche. Die mache ich einfach noch nebenbei, weil ich finde sie ganz cool. Ein paar von euch feiern das ja auch richtig hart, was ich unglaublich gut finde. Ich frage immer wieder so, ey Leute, guckt ihr die wirklich noch? Habt ihr da wirklich noch Bock drauf? Und auf einmal kommen Leute so, die ich sonst in den Kommentaren nicht so sehe, und sie schreien auf und sagen, ja, Blacky, wir wollen das, wir haben Bock darauf, wir gucken das. Die Videos sind genau das, was ich haben will. Und ich denke jedes Mal so, okay, dann kriegt ihr die weiter, gerne. Und wie ich schon erwähnt habe, Radio Ravnica drüben beim Kanal, beim lieben Gamery, bin ich auch regelmäßig dabei, verklickere meine Meinung und rede mit dem lieben Gamery eben und diskutiere teilweise auch über Dinge. Jetzt gerade diese Woche, also letzte Woche, war es eine Sonderfolge über Listen, wo auch ein Thema, was ich ja schon mal gemacht habe mit Reserved List, The List, also die Booster, hinten die Liste aus den Z-Boostern oder auch Netdecking, also Online-Listen, wo wir darüber geredet haben. Nächste Woche kommt auch was richtig, richtig Cooles. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr da noch nicht nachguckt habt. Guckt da mal nach. Ansonsten natürlich, müsst nicht auf YouTube sein, ihr könnt auf Spotify und sonst wo. Ich weiß gar nicht, wo Gamery das alles hochlädt. Egal. Guckt euch rum, ihr findet das garantiert irgendwo. Dann kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich am meisten freue, weil wir hatten Turniere. Wir durften wieder, ihr seht ja schon, ich bin ja im Fischkrieg, mein Local Game Store, wo ich immer spiele, mega geil. Und wir durften wieder spielen. Wir haben Leute getroffen und wir hatten Spaß. Und wir konnten Karten mischen, hinlegen, selber abheben, weil die Gegnerkarten sollte man nicht anfassen. Und konnten Magic spielen. Wir durften nicht nur Friday Night Magic spielen. Wir haben jetzt auch zweimal schon diesen Monat samstags FNM für Legacy praktisch gespielt. Also wir haben halt Modern und Legacy getrennt, weil wir halt gesagt haben, wir haben einen beschränkten Raum. Wir dürfen nur bestimmt viele Leute rein. Dementsprechend wollen wir jetzt nicht, dass da jetzt auf beiden Seiten irgendwie anfängt, so, ah nee, die haben aber einen Platz mehr als wir. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir trennen einfach Modern und Legacy. Vorteil für mich, ich konnte Modern und Legacy spielen, was ganz cool war. Und zwar hatten wir mehrere Turniere. Wir hatten erstmal ein Legacy-Turnier, habt ihr vielleicht gesehen auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn ihr mir da nicht folgt, könnt ihr unten in den Sachen mal nachgucken. Da sind Social Media, Link steht Social Media als Doppelpunkt. Dann könnt ihr da auch mal schauen, wo ihr mir noch folgen wollt für mehr Informationen, gerade für so kleine Informationen innerhalb meines Lebens. Das erste Turnier war 3-1, da bin ich Erster geworden mit UW Affinity, dem Deck, was ich euch letzten Monat ja auch vorgestellt habe. Richtig, richtig cooles Deck, hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe 3 Spiele verloren. Ich habe verloren gegen Khan, ich habe verloren gegen Khan und ich habe verloren gegen Nilrod. Gewonnen gegen Goblins, Rug Midrange, Deathhawks und verloren gegen Dice Factory, weil Khan. Dann kam das Dungeons & Dragons Adventure in den Forgotten Realms. Schönes Denglisch, ich muss es immer wieder betonen. Ich finde das so affig. Pre-Release, wo ich sonntags Stuart the Giant spielen konnte mit dem lieben Kevin, der auch früher mal wieder mit kommentiert hat und hoffentlich bald auch wieder mal mit kommentiert. Da haben wir Stuart the Giant gespielt und haben 3-0 alle Leute abgezogen. Ich hatte ein Pack, unsagbar. Und ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 monoblaue Mythic Rares. Ich habe monoblau gespielt, Kevin hat grün-weiß Midrange gespielt. War mega cool, wir haben uns mega viel Spaß gehabt, dadurch, dass wir eben Stuart the Giant spielen konnten. Und auch so ein bisschen dieses Rollenspiel, so, okay, wie wär's, wenn wir denn den Dungeon weiter adventuren? Und wenn wir dann, gehen wir dann links oder rechts durch die Tür? Wir könnten links durch die Tür gehen. Ja, okay. Und wir gehen immer mit den ganzen Karten auch, wo drauf steht, so, ihr kommt auf eine Lichtung, okay, was macht ihr, ihr geht weiter oder ihr kampiert. Haben uns mega Spaß mitgemacht, war mega cool, hat ein paar Leute abgefuckt. Wenn das Set sonst nichts zu bieten hat, dann wenigstens ein bisschen Spaß. Dann konnte ich Modern mitspielen, wie ich schon gesagt habe, da habe ich ein 4-0 hingelegt, was super interessant war, weil ich habe eine Liste gespielt, ich spiele ja in Modern immer nur Texas, beziehungsweise Eldrazi in Texas ist es eigentlich. Und die Liste habe ich euch im Dezember schon vorgestellt, an der Liste habe ich irgendwie, ich glaube, 5 Karten geändert, das war's. Und habe irgendwie, ich glaube, 3 oder 2 Solitudes reingenommen.
genommen und 2 oder 3 Ursas Sagas und einen Shadow Spear. Ein, zwei Sideboard-Karten. Und hab mit der Liste einfach 4-0 gerockt. Super, super interessant. Ich habe gewonnen gegen Ruck Cascade, was mega knapp war. Und auch nur, weil mein Gegner ein bisschen gemisplayed hat. Man merkt einfach, die Leute sind ein bisschen aus der Übung. Danach gegen Amulet Titan. Das war schon krass. Also es war ein sehr, sehr cooles Matchup. Schöne Erinnerung. Mein Gegner spielt Khan, holt das Boot und ich concede zu dem Boot, weil Boot zu strong. Dann habe ich gegen UWR Mentor gespielt, wo ich einen Fehler gemacht habe und mein Gegner auch, wo ein Judge Call leider Gottes das Spiel entschieden hat. Das tat mir auch ein bisschen leid, dadurch 2-0 gegen UWR Mentor. Aber ich war auch darauf ausgelegt, gegen diese Decks zu spielen. Ich wollte ja gegen diese Decks spielen. Ich glaube auch nicht, dass er das Spiel noch gedreht hätte, aber ja, sowas finde ich immer sehr, sehr uncool und das tut mir auch dann mega, mega leid. Genau wie im Finale dann gegen UWR Control. Planeswalker Control, keine Ahnung, Tap-Out Control, ich weiß nicht, wie man es im Modern nennt. Auf jeden Fall, das war super, super cool. Zweimal entschieden durch den Leon in Arbiter, weil ich den halt richtig eingesetzt habe und beim ersten Mal hat er es vergeigt und es ja, ist halt so. Und so 4-0 für Modern FNM, war mega cool, hat mega Spaß gemacht. Und am nächsten Tag kam Legacy und da habe ich wieder ein 4-0 gespielt. It's showing up in Alluren in Legacy. There's a 5-0 list by NTGO user Otaba that I have modified for this video. And there's also a Barg or Soltai Alluren list by Mario Irelik that came fourth at the end of July with 2 copies of Astarac in the main, whilst the 5-0 had one on the side for the Living Wish package. Mario Irelik came fourth at a small German tournament. That's not a joke, it actually was a German tournament when I gave it a Google. I have no idea if it was small. I'm just copying Saffron Olive's like nomenclature. Is that the term? An dem Tag, ich habe aber immer nur 2-1 gewonnen, den kompletten Tag über, ich habe nur 2-1 gewonnen. Das zeigt einfach, dass das Deck, was ich gespielt habe, sehr inkonstant war, und zwar Junt Madness. Junt Madness kommt im nächsten Monat, also der folgende Monat, kommt auf jeden Fall noch ein Deck dazu, weil ich das Deck super, super cool finde. Ich wurde auch schon gefragt, so, ey Blacky, was ist denn ein Deck ohne LED bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mal eine ganze Menge Decktags ohne LEDs gemacht. Aber aktuell wird halt überall LED gespielt. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Junt Madness, super cooles Deck. Ich habe gespielt gegen Rainbow Naps. Interessanterweise mein Gegner aus dem Modern-Turnier mit dem Amulet Titan, was super cool war. Aber da war halt einmal hat mein Deck halt gar nichts gemacht und mein Gegner hat alles gemacht und im Endeffekt hatten wir so, okay, erste Runde und dann Gipi. Danach habe ich gegen UW Blade gespielt, super krass, für mich auch das stärkste Deck, was wir in der Meta hatten an dem Tag, weil es eigentlich für keine schlechten Matchups hatte und eigentlich nur gute Matchups und damit eigentlich ziemlich gut laufen sollte. Ist, glaube ich, nicht ganz gut gelaufen. Aber bis nächste Mal. Es war auf jeden Fall eine super Deck-Choice. Im Gegensatz zu meiner Deck-Choice. Ich habe trotzdem 2-1 gewonnen. Weil genau auf diese Decks will ich ja treffen. Wenn er dann Turn 1, Turn 2 gut kontern kann und dann Removal spielt, dann Stormforge spielt, sich etabliert, dann habe ich verloren. Das ist auch Game 2 so passiert. Game 1 habe ich ihn relativ schnell Turn 2 umgehauen. Game 3 habe ich ihn, glaube ich, Turn 4 oder so umgehauen. Es war okay. Es waren interessante Matches, es waren coole Matchups. Madness kann halt nichts, außer die Hand abwerfen und sagen, reicht das. Dann habe ich on camera gespielt gegen Kevin wieder mit Maverick. War cool, fand ich. Kevin nicht. Ihr werdet sehen, ich habe auch die Kamera oben aufgebaut gehabt. Ihr werdet von diesem FNM ein paar Spiele in den nächsten paar Wochen sehen. Vielleicht kommt am Sonntag schon dieses wunderschöne Junt Madness gegen Maverick. Und im letzten Spiel habe ich dann gegen den guten Domme gespielt mit Flux Stompy. Das Deck-Tech dazu hattet ihr auch schon, was super, super cooles Deck ist. Und jetzt gerade mit Fury nochmal einen richtig, richtig krassen Puffer bekommen hat. So richtig, jetzt haut das nochmal ein bisschen mehr ins Gesicht. Und ich vergesse noch, dass Fury Doppelschlag hat. Wie krass ist das denn? Und ja, war mega, mega cool. Hat dazu geführt, dass erste Runde ich so, zweite Runde eher so, du machst nichts mehr. Dritte Runde ich so, und ja, dann stand ich 4-0. Das sind aktuell unsere Turniere, die ich gespielt habe letzten Monat. Mal schauen, wie viel es diesen Monat wird. Ich glaube ein bisschen weniger, auch wenn jetzt so die größeren Turniere wieder aufmachen. Muss ich mal schauen, wie ich das schaffe, zeitlich gesehen und auch ja, arbeitstechnisch und mit YouTube und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werdet ihr von diesem FNM, wovon ich gerade geredet habe, von dem Legacy FNM, ein paar Decks und ein paar Leute auf Kamera, wie gesagt, die nächsten paar Wochen wiedersehen, was ich sehr, sehr cool finde. Danke an euch nochmal, dass ich das aufnehmen durfte. Und danke schon mal an Domme, dass du das mit mir aufnehmen wirst. Ja, meine aktuelle Situation ist relativ schwierig, sag ich mal. Ihr merkt ja auch, die Videos werden ein bisschen weniger. Ich habe zwischenzeitlich ja 7 Videos an 7 Tagen rausgehauen. Mittlerweile sind es meistens 4, manchmal auch 5. Aber meistens eher 4. Und das 5. ist dann meistens von jemandem, mit dem ich zusammen was mache, der mir ein Video zur Verfügung stellt, der mir ein Deck zur Verfügung stellt oder was anderes für mich macht oder sonst was. Weil bei mir einfach die Zeit aktuell sehr, sehr hart runtergeht, jetzt wo alles wieder öffnet, ich im Fischkrieg hin und wieder mal arbeite, meinen normalen Job wieder anfangen und ich jetzt ein bisschen mehr Stunden bekommen habe und dementsprechend mal schauen muss, wie das da weitergeht.
Dementsprechend kann ich euch tatsächlich noch nicht viel sagen. Ich kann jetzt sagen, die Gameplays, die kommen, werden von dem FNM sein. Die Openings, die kommen werden, ich glaube, es sind diese Standard-Challenger-Decks, die kommen. Wenn mich nicht alles täuscht, davon habe ich noch ein paar rumliegen, die werde ich noch aufmachen für euch. Weil ich die cool finde, die rotieren ja demnächst aus Standard raus, aber ich wollte sie halt vorher euch noch zeigen, dass sie eigentlich ganz cool sind und auch für Casual-Play weiterhin geeignet sind. Ein paar Decks sind mehr geeignet, ein paar Decks sind weniger geeignet. Ein paar Decks, wie das Rogue, Spoiler, sind auch gar nicht mal so kacke nach der Rotation. Vermutlich. Dementsprechend, ja, das auf jeden Fall. Und die Decktags sind auf jeden Fall auch gegeben. Ihr habt ja jetzt, wie gesagt, Montag schon eins gehabt für diesen Monat. Dann kommt in 2 Wochen dann das Jund Madness. Ich merke schon, hier die Folge wird wieder richtig lang, weil ich super viel zu erzählen habe, weil super viel passiert ist, super viel passieren wird. Und deswegen ist es ist halt schon viel. Dementsprechend hatten wir jetzt im letzten Part so ein bisschen so, was passiert jetzt, was passiert in diesem Monat. Jetzt kommt der Abschluss, und zwar der Kanal des Monats. Und bevor wir jetzt zum Kanal des Monats kommen, hier ein kleiner Einschub, und zwar die Frage, dürft ihr auch schon spielen? Wenn ja, erzählt mir mal bitte, wart ihr beim Pre-Release, habt ihr schon Turniere gespielt? Ich habe schon ein bisschen rumgefragt, so von unserem Discord, von Radio Offnick habe ich schon ein bisschen gefragt, auch schon so über Twitter und Ding. Erzählt mir einfach mal, was sind eure Erfahrungen? Habt ihr schon gespielt? Spielt ihr mit eurem besten Freund zusammen im Keller wieder? Oder spielt ihr immer noch per Webcam? Oder geht ihr wirklich hin und sagt, oh, alles egal, 15 Leute in einem Raum, gebt eben Partybus, solange alle natürlich geimpft, getestet oder ähnliches sind. Erzählt mir was. Ich gucke und lese und höre euch immer wieder gerne zu, deswegen schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich da Bescheid. Dankeschön. Und der Kanal des Monats ist ein Kanal, der schon mal Kanal des Monats war. Wie ich schon gesagt habe, das hier ist kein, ich zähle einfach nur Freunde von mir auf und sage, hey, das ist ein cooler Kanal, geht mal bei denen gucken, sondern der Kanal des Monats ist effektiv der Kanal, wo ich am meisten im letzten Monat drauf geguckt habe. Und ich stempel mir das so ein bisschen von der Zeit her ab und gucke mir auch so die Videos an, wie viele Videos habe ich so geguckt. Und tatsächlich war das diesmal sehr, sehr knapp. Und zwar, Zeus habe ich viel geguckt, aber Zeus ist nicht der Kanal des Monats. Ihr könnt trotzdem bei ihm mal gerne reinschauen. Kanal des Monats, wie ich ja schon gesagt habe, war schon mal Kanal des Monats MTG mit Patrick. Mit Patrick habe ich auch hinter den Kulissen relativ viel zu tun und schreibe relativ viel mit ihm. Habe da auch ein paar Sachen aufgebaut, was ganz cool ist. Und der Mann ist super sympathisch. Der Mann ist super real. Alles, was der erzählt, meint er auch so. Der ist super freundlich, super nett. Und wenn er euch was erzählt, dann erzähle euch das von Herzen und nicht, weil irgendjemand sagt, ey Patrick, erzähl mal bitte das und das, hier hast einen Taui. Wenn da irgendwelche Sachen kommen mit irgendwelchen Berechnungen von dem neuesten Set von Dungeons & Dragons, dass ihr euch das nicht kaufen sollt. Oder eben einfach nur die Grading-Sachen, wo ich ein bisschen mit beitun konnte. Oder eben auch die Pre-List-Challenge, wo wir beide von Keep 7 gemacht wurden, wo einfach Dinge geöffnet wurden, Booster geöffnet wurden, Patrons von ihm, die ja auch von ihm Displays kaufen und. Großartig, mega, mega cool. Dieser Mann macht alles richtig aktuell und ja, sorgt dafür, dass ich ganz, ganz viele von seinen Videos gucke, manchmal zweimal höre. Patrick weiß, was ich meine. Dementsprechend, ja, was soll ich dazu noch sagen? Patrick macht ultra viel Financing. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle schon kennen und wahrscheinlich auch besser kennen als mich, weil er ist nochmal bekannter und größer und einen cooleren Bart als ich. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich immer wieder den Leuten auch so ein bisschen Patricks Kanal vor die Füße werfe und sage, hier schaut euch das an. Es ist nicht nur pures Financing nach dem Motto, bla 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 Geld, bla 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 Geld, bla 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 Geld. Es sind coole Openings, es sind auch Empfehlungen einfach von Recherchen und sonst was. Weil natürlich ist unser Hobby Spielen, also gerade mein Hobby ist Spielen. Es gibt natürlich auch Sammler, mein Hobby ist Spielen, sagen wir es so. Aber den Value von Karten zu sehen, oder nicht zu sehen, oder zu sehen, hey, lohnt sich das, so ein Display aufzumachen? Mach mal bitte so ein Display auf und zeig mir das. Ich kann mir nicht leisten, andauernd irgendwelche Collector-Booster aufzumachen oder Collector-Displays. Ich mache mal so eins auf. Ein Booster. Manchmal ein Display, wenn mein Chef ganz großzügig ist. Ansonsten mache ich ein Booster auf. Und wenn ich dann so ein Display sehen möchte, dann gehe ich ja zu Patrick. Genauso wie alle anderen Sachen. Also, wie gesagt, schaut bei ihm rein. Super lieber Kerl, super richtige Meinungen und auch, ja. Der macht alles richtig. Das war's dann für diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Channel mal abonnieren, wenn ihr im nächsten Monat alles gucken wollt, was ich euch erzählt habe. Weil mir ist aufgefallen, ich habe eine ganze Menge Leute, die meine Videos zwar gucken, auch wiederkehrend gucken, aber nicht abonniert haben. Das wäre cool, wenn ihr das da unten tun würdet. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.